also wir haben hier ein Projekt vor uns, was wirklich vom Spaß an der Idee besonders lebt. Im Juni gibt es hier in Dresden-Prohlis ein tolles Projekt. Hier sind die Kinder von Mosaik. Und das Profiorchester, die Dresdner Symphoniker, kommen extra zu uns, um mit uns für das große Konzert in Hellerau zu proben. Ich bin Julian. Ich bin der Leiter und Initiator des Bläserprojekts von Mosaik. Wir haben vor einem Jahr angefangen, im September letzten Jahres, mit den Bläsern zu arbeiten. Auf der anderen Seite finde ich sehr interessant, auf Proben methodischer oder musikpädagogischer Ebene, dass die Kinder eben nicht nur, wie es oft ja üblich ist, eine halbe Stunde pro Woche ihren Einzelunterricht haben mit Lehrer, sondern sie kommen hier 3 Tage die Woche, 2 bis 3 Stunden pro Tag. Okay. Genau. Also ich heiße Tobias und bin 13 Jahre alt. Fatima, ich bin 8 Jahre alt, ich komme aus Syrien, ich spiele Geige. Ich bin Hala. Ich heiße Amanda und bin 7. Ich bin Eva Kalle, ich bin 9 Jahre alt und komme aus Libanon. Ich heiße Sulama, ich bin 8 Jahre alt, ich spiele auch Geige, ich komme aus Syrien auch. Ich heiße Win und bin 11 Jahre alt. Ich bin Ricardo und bin 14 Jahre alt. Ich bin Saskia und bin 9 Jahre alt. Ich heiße Sidra und ich bin 11 Jahre alt. Ich spiele Cello, Saxophon, Querflöte. Ich auch eine Geige. Auch Saxophon, Klavier und Gitarre. Die Streicher lerne ich schon seit 2017, Geige und Cello. Für mich ist Mosaik schon eine Aufgabe, die ich mir selber stelle, die mir sehr viel Spaß macht, die mir sehr viel gibt. Andreas ist ein Komponist und hat uns im März besucht. Er ist sehr lustig und hat nur für uns das Stück geschrieben. Ich war jetzt hier einmal in dieser Schule, einmal in der Bläserklasse, sage ich mal, einmal in der Streicherklasse, um einfach mal einen Eindruck davon zu sammeln, wie das klingt. Ich versuche jetzt gar nicht, wie können die meine Musik spielen, sondern was für eine Musik können wir zusammen machen? Das ist irgendwie die Frage, denn die Idee ist ja, die Dresdner Symphoniker als Patenorchester zu haben. Die Dresdner Symphoniker sind ein Orchester für moderne Musik. Sie spielen Musik von Komponisten wie John Adams und Frank Zappa. Die Musiker kommen aus verschiedenen Orchestern aus ganz Europa. Markus Rindt und Sven Helbig haben das Ensemble 1997 gegründet, also 20 Jahre vor Mosaik. Die Dresdner Symphoniker machen oft total verrückte Sachen. So wie die Hochhaus-Symphonie. Da hat das ganze Orchester von den Balkonen eines Hochhauses gespielt und der Dirigent hat sie von einem Kran aus dirigiert. Sie haben ein Star Wars-Konzert gespielt, bei dem der Dirigent von einer Drehorgel in London aus die Musiker in Dresden über das Internet dirigiert hat. Vor dem Konzert waren die Dresdner Symphoniker eigentlich jeden Tag da und wir haben viel geübt. Ich bin Brennan Petrovic, ich bin Dirigent und ich habe große Freude, jetzt wieder mit Dresdner Symphoniker und mit Musik zu musizieren. Aber die Symphoniker spielen eine ganz wild wackelnde Wimmelwiese. Das werden wir dann hören. Dann kommen wir an die Tulpentupfenwiese. Also das macht Spaß, dass wir so lernen und Konzerte machen. Ja. Das macht Spaß, dass die Eltern auch unsere Freunde zugucken. Naja, dass man zusammenspielt und auch Konzerte mal macht. Das macht Spaß auch, wo ich zum Mosaik ging. Da habe ich neue Freunde gefunden. Konzert heißt Neue Meister und unser Stück heißt Fioritura.
Der lustige Komponist hat uns die ganze Geschichte von Fioritura erzählt. Wir gehen also mit mutigen kleinen Schritten durch unsere Umgebung, erleben verschiedene Stadtteile, verschiedene Klänge sozusagen, die dann die Dresdner Symphoniker spielen. Und entfinden dann unser Blümelein, unser persönliches, kleines, zartes Blümelein. Ich habe mich sehr auf heute gefreut. Ich habe es auch sehr genossen. Es gab wirklich Momente, wo wir schon ganz tolle Musik zusammen gemacht haben. Ich glaube, für die Kinder war es auch eine tolle Erfahrung. Viele haben mir zwischendrin dann immer gesagt, das klingt geil. Wir haben auch ein Konzert in der Turnhalle in Prolis gespielt. Sind wir alle zusammen nach Hellerau gefahren, in das große Festspielhaus. Und ganz viele Menschen waren da. Das ist ein Konzert, was für Erwachsene und von den Sinfonikern ist, wo wir mit dabei sind. Und das hat noch eine ganz andere Ebene, als es bis jetzt bei den Kindern war. Ich bin noch mehr als du, kann ich. Für den Schritt jetzt, den Kindern das zu vermitteln, ist das ein sehr guter Zeitpunkt. Mit einem echten Konzert. Hey Papa, komm, ich freue mich ja schon. Ja, ich bin so aufgeregt.
Thank you.